Sehr geehrte stellvertretende Bürgermeisterin Frau Engelhardt, sehr geehrter stellvertretender Bürgermeister Herr Biern, sehr geehrte Ehrengäste, die hier noch unter uns sind, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Dinkelsbühlerinnen, liebe Dinkelsbühler, liebe Landsleute. 75 Jahre Gemeinschaft, mach mit, lautet das Motto des diesjährigen Heimattages. Der darin enthaltenen expliziten Aufforderung der Beteiligung sind viele Menschen gefolgt, gestern und heute, erfreulicherweise auch sehr viele junge Menschen. Alte und Junge haben gemeinsam das Programm des Heimattages aktiv mitgestaltet, sei es in einer Tanzgruppe, in einer Blaskapelle, beim Trachtenumzug oder als Darsteller in einem siebenbürgischen Theaterstück, das wahrscheinlich viele von Ihnen gesehen haben dürften. Ausstellungen, einem Konzert, Preisverleihungen und vieles andere mehr. Die Veranstaltung am heutigen Abend an der zentralen Gedenkstätte der Siebenbürger Sachsen in Deutschland ist eine besondere, worauf ich später noch genauer eingehen werde. Dazu tragen nicht nur siebenbürgisch-sächsische Akteure bei. Dazu trägt in besonderer Weise die traditionell alljährlich an dieser Feierstunde mitwirkenden Dinkelsbühler Knabenkapelle bei. Den Musikern und ihrem Dirigenten möchte ich an dieser Stelle ganz besonders herzlich danken. Sie sind es, die diese Feier, diese Gedenkstunde in einen wunderbaren, immer wieder würdigen musikalischen und auch optischen Rahmen geben. Herzlichen Dank. Mein Dank gilt auch allen Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Dinkelsbühl, die seit nunmehr 74 Jahren bereit sind, ihre Tore dieser Stadt zu öffnen mit großer Gastfreundschaft für die heimatliche Zusammenkunft der über die ganze Welt zerstreut lebenden Siebenbürger Sachsen. Liegt diese Bereitschaft, so möchte ich fragen, nicht vielleicht auch in unser beider geschichtlicher Vergangenheit? Die Stadt Dinkelsbühl hat ihre Stadtgemeinschaft im Dreißigjährigen Krieg wehrhaft geschützt, verteidigt und schließlich ihren Fortbestand durch die friedliche, kampflose Übergabe ihrer Stadt am 11. Mai 1632 an die Schweden gesichert. Auch unsere siebenbürgischen Vorfahren haben ihre Siedlungen, Kirchenburgen und Städte, die sie auch auf der Grundlage des Goldenen Freibriefs Andrianum von 1224 in Siebenbürgen, unserer alten Heimat, errichteten, gegen äußere Feinde wehrhaft gesichert und erhalten. Aber nicht nur darin, sondern auch im äußeren Erscheinungsbild von Dinkelsbühl und dem siebenbürgischen Schäßburg zum Beispiel gibt es große Ähnlichkeiten. Die 2006 gegründete Partnerschaft mit Schäßburg, für die ich mich schon als damaliger Bundesvorsitzender Anfang der 2000er Jahre auf einer ersten Reise einer Delegation des Dinkelsbühler Rates nach Schäßburg einsetzen durfte, führt mittlerweile zu vielen fruchtbaren Begegnungen zwischen Jugendlichen, Bürgerinnen und Bürgern der beiden Partnerstädte. Welche sind aber, so möchte ich fragen, die tieferen geschichtlichen Gründe dafür, dass wir Siebenbürger Sachsen hier in Deutschland, in Dinkelsbühl, zum 74. Heimattag zusammenkommen und uns heute Abend an diesem Ort versammeln? Antworten finden wir im Rückblick auf die vergangenen über 8 Jahrhunderte, in denen auch unsere siebenbürgisch-sächsische Gemeinschaft
existenzbedrohende Prüfungen nicht erspart blieben, von denen ich nur die wichtigsten heute Abend hier nennen möchte. Zum Ersten die Aufhebung der Sächsischen Nationsuniversität im Zuge des Ausgleichs zwischen Ungarn und Österreich, was auf einen Verlust der politischen Selbstverwaltung der Siebenbürger Sachsen hinauslief, verbunden mit der Aufhebung von territorialen Sonderrechten. Des Weiteren die Auswanderung aus der siebenbürgischen Heimat aus wirtschaftlicher Not. Vor 125 Jahren nach Nordamerika. Dies führte zur Gründung der Alliance of Transylvanian Saxons, einem Verein, der heute dort noch existiert. Sodann die Evakuierung der Nordsiebenbürger nach dem 23. August 1944 vor der heranrückenden russischen Front im sogenannten Treck zunächst nach Österreich, später auch nach Westdeutschland, vorrangig nach Nordrhein-Westfalen im Zuge der sogenannten Kohleaktion 1957, aber auch nach Kanada, in deren Folge schließlich 1960 die Vereinigung der Siebenbürger Sachsen von Kanada gegründet worden ist. Schließlich die Deportation von 70.000 Rumänendeutschen im Jahr 1945 zur Zwangsarbeit in den Donbass in der damaligen Sowjetunion. Aber auch das unfreie Leben in vier Jahrzehnten kommunistischer Diktatur, die Menschen überwachte, bespitzelte, durch Intrigen und Verleumdungen psychische und körperliche Gewalt ausübte, hatten eine einschüchternde und zersetzende Wirkung auf die Gesellschaft mit bis heute spürbaren Folgen. Die Literaturpreisträgerin Hertha Müller hat dies in ihren Romanen eindringlich geschildert. Auch mir persönlich sind solche bedrängenden Erlebnisse nicht fremd. Ich hatte aber das Glück, sie in jungen Jahren hinter mir lassen zu können. Nicht zu vergessen ist die Enteignung, Entrechtigung, politische Verfolgung und Diskriminierung der deutschen Bevölkerung Rumäniens sowie auch Freikauf politisch verfolgter Siebenbürger Sachsen durch die deutsche Bundesregierung. Und daraus folgend schließlich die massenhafte Auswanderung von Angehörigen unserer Volksgruppe, der Siebenbürger Sachsen nach Deutschland, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs 1989. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und dem Inkrafttreten des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland vor 75 Jahren am 23. Mai 1949 haben die in Deutschland lebenden Rumäniendeutschen, wie wir genannt werden, schon am 26. Juni desselben Jahres den Verband der Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben in München ins Leben gerufen, der nach Gründung eines eigenen Banaterverbandes ab 1951 als Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen in Deutschland weitergeführt wurde. Die Aufgabenbereiche des Landsmannschaftlichen Verbandes und der seit 1983 gegründeten Föderation der Siebenbürger Sachsen, der unsere Landsleute aus den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Österreich, Deutschland und seit 1993 auch unsere Landsleute aus Siebenbürgen angehören, waren die heimatpolitische Vertretung, die Individualbetreuung, die Zusammenführung der zerrissenen Familien zu Zeiten des Eisernen Vorhangs und sind heute verstärkt die Erhaltung und Sicherung unseres siebenbürgischen sächsischen Kulturgutes. Dabei wird unser landsmannschaftlicher Verband nicht nur von vielen Heimatsortsgemeinschaften, den sogenannten HOGs, Stiftungen und Privatinitiativen unterstützt, sondern hoffentlich auch weiterhin seitens der Bundesregierung
seitens unseres Patenlandes Nordrhein-Westfalen und auch hier durch die Unterstützung durch die Stadt Dinkelsbühl. Die in diesem Jahr geschlossene, im Jahr 1985 geschlossene Partnerschaft zwischen der Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen in Deutschland und der Stadt Dinkelsbühl ist über Jahrzehnte gewachsen. Wir sind sehr dankbar dafür, dass wir bereits 1967 hier in Dinkelsbühl eine, nämlich diese Gedenkstätte, errichten durften. Dr. Hammer, der Oberbürgermeister dieser Stadt, bezeichnete diese Gedenkstelle als Mahnmal für die Toten und zugleich als Symbol für die Verbundenheit zwischen den Siebenbürger Sachsen und Dinkelsbühl. Sie sei, so sagte er, eine Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft. Heute Abend stehen wir nun ein weiteres Mal an dieser Stelle, um gemäß der Inschrift dieses Denkmals gemeinsam der Söhne und Töchter Siebenbürgens, die in zwei Weltkriegen und den schweren Nachkriegszeiten ihr Leben ließen. Im Norden, im Süden, im Osten, im Westen, auf der Flucht, hinter Stacheldraht in der Heimat. Zu gedenken. Ihr Schicksal lehrt und verpflichtet uns, für eine Zukunft einzutreten, in der Frieden, Freiheit, Toleranz und Versöhnung an erster Stelle stehen. Nie wieder Krieg, lautet die Botschaft, die von diesem Denkmal ausgeht. Und selbstverständlich wünschen wir alle uns Frieden. Die Realität belehrt uns allerdings eines anderen. Vor dem aktuellen Hintergrund der russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, der eine fundamentale Bedrohung der Nachkriegsordnung darstellt, befinden wir uns in einer Zeitenwende und sind wir in Europa plötzlich mit Herausforderungen konfrontiert, die wir überwunden glaubten. Fast 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges herrschte in Europa wieder Krieg, der uns unmittelbar angeht. Nicht nur wegen der über 1 Million Flüchtlinge, die wir allein in Deutschland aufgenommen haben. Wir unterstützen die angegriffene Ukraine gegen den Aggressor. Dabei ist es uns wieder schmerzlich bewusst geworden, dass Frieden auch für uns in Deutschland keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Und wir für ihn kämpfen müssen. Damit meine ich auch den gesellschaftlichen Frieden in unserem Land. Uns bleibt keine andere Wahl, als unsere demokratischen Gesellschaften in Europa gegen jegliche Aggression, sowohl im Inneren als auch von außen, wehrhaft zu verteidigen. Meine Damen und Herren, liebe Landsleute, für die gegenwärtige Situation fand unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die folgenden richtungsweisenden Worte. Er sagte, unser Leben steht im Zeichen der Hoffnung auf Versöhnung unter den Menschen und Völkern. Und unsere Verantwortung gilt dem Frieden unter den Menschen, zu Hause und in der gesamten Welt. Zitat Ende. Möge es uns und vor allem unserer Jugend vergönnt sein und gelingen, unser kulturelles Erbe, unsere Bräuche, unsere kulturellen Einrichtungen und Institutionen und damit unsere Identität als Siebenbürger Sachsen, Deutsche, Europäer in Frieden und Freiheit zu bewahren und integrativ zu entwickeln. Zum Schluss rufe ich Sie alle im Sinne des Heimattagsmottos auf: Machen Sie weiterhin mit der Gestaltung der Zukunft unserer Gemeinschaft und unserer Gesellschaft. Ich glaube, das wäre sicherlich auch im Sinne derjenigen,
derer wir heute hier gedenken. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.